Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Beneath a Steel Sky. Also die Tür ist offen. Nachdem man Karten so oft in Kartenschlitze gesteckt hat, vergisst man bei einer normalen Tür, dass so ein berühmter Trick hier eigentlich ist, da mit einer Schickkarte oder so das Schloss aufzudrücken. Genau, das hat funktioniert. Hat ein bisschen gedauert, aber ja, wir können da jetzt mal rein. Und der Held hat auch selbst gesagt, dass es ein alter Trick ist. Wo sind wir jetzt gelandet? Museumsstar? Ach, ist das eine U-Bahn-Station wegen der Karte hier? Ja, da irgendwas sehr Rotes springt ans Auge. Das ist eine alte Karte, also sie sagt mir überhaupt nichts. Ah, mir ist jetzt auch wieder eingefallen, was mir der Name Gallagher gesagt hat. Das war dieser ein bisschen verwirrte Typ, der eine Etage höher vor den Wohnungen gesessen hat. Er total stranges Zeugs geredet hat. Das war der. Keine Ahnung, wie das zusammenpasst. Die Karte ist auf ein großes Stück Metall gemalt. Ja, das sieht nach so einem U-Bahn-Netz aus. Nicht so eine Karte wie jene, die man zusammenfalten und in die Tasche steckt. Ja gut, das Prinzip U-Bahn kennt er wahrscheinlich nicht, aber so sieht's hier aus. Eine rostige Maschine. Das ist eine Liste von Namen mit kleinen Knöpfen daneben. Der Maschinismus ist festgerostet. Können auch irgendwelche Schließfächer gewesen sein. So, die Gartenschere, die fällt ins Auge. Sowas ist zum Zurechtstutzen von Pflanzen. Okay, dann ist das wirklich die Gärtnerbude. So, wir haben eine Gartenschere. Ich würde jetzt gern Joey nach seinem Kommentar zur Gartenschere fragen. Die Gartenschere ist völlig verrostet, aber immer noch scharf. Was sollen wir jetzt damit? Ich habe nicht so das Gefühl, dass mich das gerade konkret weiterbringt. Hier ging es wohl mal irgendwie runter. Moment, da war irgendwo Mauerwerk. Die Treppe ist zugemauert. Warum verschwende ich damit meine Zeit? Die Stadt treibt mich zum Wahnsinn. Ja, ich verstehe dich. Wir haben nur die rostige Maschine, das Mauerwerk, die Karte. Na gut, wir haben jetzt eine Gartenschere. Die immer noch scharf ist. Ich habe nicht so das Gefühl, dass wir damit im Club weiterkommen. Also, dann will ich mal noch was gucken. Und zwar wissen wir jetzt, dass Anita tot ist. Und sie hat ja oben in dieser Rohrfabrik gearbeitet. Und es riecht danach, dass unser Biberkiller damit was zu tun hat. Wir fragen mal noch den Gärtner nach, ob wir jetzt da irgendwie was entdeckt haben. Nee. Haben wir nicht? Können wir den Pflanzen irgendwas antun? Diese Gartenschere ist zu stumpf, um den Stiel abzuschneiden. Okay. Dann nicht. Sagt der Bub noch was Neues? Erzähl mir von deinem Löwenzahnspiel. Es ist total geil. Du wirst gejagt. Von diesem riesigen gelben Unkraut. Du meinst, Löwenzahn ist gelb? Der Gärtner erzählte mir was von Blau. Der spinnt. Außerdem ist er kein richtiger Gärtner. Okay, ja, unser Held weiß ja auch nicht, wie Löwenzahn aussieht. Und woher willst du wissen, dass der Gärtner nicht echt ist? Er hat einen grünen Daumen. Gemeinhin ein Zeichen für einen begabten Gärtner. Ich sah, wie er ihn in Farbe tauchte.
Aber egal, denn die Pflanzen sind aus Plastik. Du bist mir eine große Hilfe, Vincent. Null Problem, Rob. Ja, dann ruinier dir mal nicht die Daumen. Sagt der Gärtner jetzt irgendwas? Sie erzählt mir, Löwenzahn sei blau. Hab ich das? Na und? Was soll's? Dieser Junge erzählt mir, Löwenzahn sei gelb. Ha, kleiner, klugscheißiger Göre. Na gut, sie haben mich durchschaut. Ich habe keine richtige Ausbildung. Aber ich habe schon immer davon geträumt, ein Gärtner zu sein. Ich liebe sie, jeden kleinen Busch und Strauch. Wenn diese zierlichen Blüten ihre kleinen Staubgefäße in den Wind halten. Gut, gut, ich hab's kapiert. Sie werden mich noch nicht melden, oder? Warum sollte ich das tun? Wie auch immer, habe ich im Hinterkopf. Ich habe ja gleich gesagt, Löwenzahn ist gelb. Oh, Joey, wir kümmern uns um dich. Nee, nicht Joeys Platine. Wir gehen nochmal hoch, dort, wo wir Anita getroffen haben. Und schauen mal, ob wir mit Biberkiller reden können. Dem wir schon sein Leben zur Hölle gemacht haben. Vielleicht haben wir da auch das ein bisschen voreilig getan. Aber ich konnte mich nicht bremsen. Es musste gemacht werden. Egal, ob das Spiel das erst jetzt vielleicht haben möchte. Ist mir Frust. So, Herr Biberkiller. Hey, Lamp. Was wissen Sie über Anitas Tod? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Das Mädchen, das Sie zum Reaktor geschickt haben. Sie wurde getötet, Lamp. Hör zu, ich weiß nichts von irgendwelchen Mördern. Ich war vielleicht hart zu der Kleinen. Aber ich habe nichts mit ihrem Tod zu tun. Irgendwie glaube ich dir nicht. So, dann gehen wir mal Mr. Klemperet fragen, falls er da ist. Er ist da. Ja. Das Gespräch war sehr ergiebig. Da ist jetzt so ein Anzug. Was ist mit seinem Pulli? Mr. Klemperet hat ja mal was gesagt von seinem Pulli, nachdem er seinen Mantel geöffnet hat. Oder von seinen Klamotten unten drunter, keine Ahnung. Da dachte ich schon fast, er hätte unten drunter nichts an. Aber hat ein Bärchenpulli an. Oh, Herz allerliebst. Können wir mit dem Terminal irgendwas tun? Voller Ziffern sagt mir überhaupt nichts. Okay, da drin hatten wir schon mal ein bisschen rumgespielt und ein alternatives Ende gefunden. Das sollten wir jetzt nicht mehr finden. Ist Anita da drin gestorben? Okay, das mit dem Kontrollpult hatten wir mal hinbekommen. So, Reaktorstatus. Okay, das war vorher auch so. Nee, Abschaltung wollen wir nicht. Mach mal die Tür auf, ich will da reingucken. Wie Tür geschlossen? War die offen? Ah nee, jetzt ist sie offen. Okay, dann
rein ins Ungewisse, hoffentlich ist der Anzug dicht und überhaupt und... Okay, es ist hell hier drin. Reaktorkern. Da... Ein, da liegt was. Die Energie dahinter macht mich ganz schwindelig. Ohne den Hitzeschild wäre ich jetzt völlig verkohlt. Dann sollten wir uns vielleicht hier nicht ewig aufhalten. Hier liegt eine Linkkarte. Das ist eine Ausweiskarte ohne Sicherheitslogo. Haben wir eingepackt. Dann wollen wir das Glück nicht herausfordern und gehen mal wieder vor die Tür. So, dann machen wir die Tür wieder zu und dann versuchen wir den Reaktor runterzufahren. Sicher ist sicher. So, starte Abschaltvorgang. Ne, können wir nicht, okay. Ich hab's versucht. Ich meine, ist die Tür zu. So, dann ziehen wir wieder unseren Fummel an. Ist der Pulli süß. Aber es macht ja irgendwie froh Sinn. Er ist ja als Kind irgendwo gestrandet. Vielleicht ist das... Ja, sein Kinderpulli wird es wahrscheinlich nicht mehr sein. Aber ja. Okay, aber wessen Karte haben wir jetzt gefunden? Ist das Anitas Karte? Würde zumindest Sinn machen. Das ist zumindest eine Frauenkarte. Der Plastikkarte ist eine Holographie von Anita. Okay. Ja. Ich denke mal, dass die auch gejammt ist und dann sollten wir sie hoffentlich auch vollumfänglich nutzen können, trotz Netzhautscan. Hoffe ich mal. So, persönliches Ortsverzeichnis. Ah, da gibt es gar kein Sicherheitszeugs, was ja auch Sinn macht, wenn sie degradiert war. Ja, sie hat Linkstatus 0, Kontostand 0. Anita Einbeck. Ja, das sollten ja. Versicherungspolice, alles. Das sollte ja dasselbe sein wie bei uns. Das Einzige, was wir jetzt mit der Karte machen können oder versuchen können, ist, in diesen virtuellen Raum, also in die virtuelle Realität zu gehen. Weil sie schien ja auch so ein bisschen hackermäßig unterwegs zu sein. Vielleicht ist bei ihr da irgendwas anders. Falls sie dafür Zugang hat, das ist auch wieder so eine Sache. Das sollten wir jetzt aber mit Reiskarte öffnen. Mit Anitas Karte könnte das wieder zu unserem Ende führen. So, wenn wir jetzt Anitas Karte nehmen und hier da reinstecken, geht das. Scheinbar schon. Sieht zuerst mal gleich aus. Wir haben hier andere Dinge. Playback. Fragezeichen, Info. Playback. Y Okuda Union Labors. Zum Ansehen von holographischen Tagesbilddateien. Kompatibel mit HOL Standard. Heißt vielleicht dieses Charon so ein Video? Nee, scheinbar nicht. Blender. Das könnte was gegen Augen sein. Augenbinde. Ah ja. Von Pyogenesis. Intrusion Countermeasure Neutralisierer. Okay. Also wir können jetzt Videos gucken. Charon ist weiter ungeklärt. Entschlüsseln hat sie auch. Dann versuchen wir den Blender mal auf den Augapfel.
Okay, und dann gehen wir hier rein. Ha! Funst! Wer bist du? Ein Kreuzritter? Macht ein Kreuzritter... Egal. Nicht fragen, anlabern. Kreuzritter Pickard und Trout Union Labors. Kreuzritter bewacht das System gegen religiösen Missbrauch von Eido-Konfiguration. What? I don't know. Okay, der lässt uns nicht dahin, so wie es aussieht. Können wir bei dir Schauen benutzen? Nein. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal hier rein. Schacht. Datenspeicher. Professor Piemont. Also der Mann von Frau Piemont. Persönlicher Datenspeicher. Benutzen Sie Playback, um Holographiedateien anzuzeigen. Okay, das ist das da. Wenn du das bist, Trop, hör genau zu. Du bist der Einzige, der helfen kann. Ich sollte einen Kontakt mit einem Agenten aus Hobart herstellen. Leider ist das Treffen in einem Park auf der Bodenebene. Und nun bin ich ein D-Link und komme da nicht hin. Der Name des Agenten ist Eduardo. Ich weiß nicht, wie du an Link herankommen kannst. Aber unter der Stadt befinden sich ein Tunnel. Überbleibsel der alten U-Bahn. Ja, haben wir gefunden. Das könnte ein Weg sein. Also das war Anita, ne? Ein Kontaktmann im Park auf der Bodenebene. Das könnte dann der Gärtner sein. Der ist ja offensichtlich kein Gärtner. Haben wir im Hinterkopf. Wo geht's da hin? Ah, da kommen wir bei der Stimmgabel raus. Oszillator V2.1. Professor Piemont. Reichweite der Modulationserhöhung wird in Klasse 4 abhängig von Linkverteidigung. Irgend so eine Schallwellenwaffe. Vielleicht wirkt die gegen den Ritter. Scheiße. Du Kackauge! Mann. Immerhin ist es kein Game Over. Möchte ich festhalten. Dann nochmal rein. Also wir kommen dann durch Anitas andere Programme in ihrer virtuellen Realität kommen wir halt weiter. So, jetzt müssen wir nochmal einmal außen rumlaufen zur Stimmgabel und vorher dann den Augapfel wieder blenden. Okay. Macht irgendwie Sinn. So. Augapfel, guck mal kurz weg. Und durch da, dann hier so. Dann da so. So. Dann machen wir hier wieder gute Nacht. Hallo? Wieso macht er das nicht? Hä? Hätte ich das vorher von hier machen müssen? Aber das hält ja doch scheinbar nur kurz. Weil jetzt nochmal mit Reiskarte reinzugehen, dann würden wir an dem anderen Auge, denke ich mal, nicht vorbeikommen. Was? Ist hier auch nichts bringen. Wir machen mal nochmal kurz einen Disconnect. Ich hoffe mal, dass wir mit der Stimmgabel, mit der Frequenz irgendwie gegen den Ritter ankommen. So, die dünne Hoffnung.
Aber da müssen wir uns erstmal rankommen. So, können wir von hier aus das Auge zu mit dem Auge benutzen. Aber dem scheint das jetzt permanent zu sein. Weil das andere hat sich direkt wieder so umgedreht und war eigentlich direkt wieder da. Ja. Das scheint jetzt wieder da zu sein. Na gut. Wie auch immer. Dann hoffen wir, dass das immer noch so ist. Nee, jetzt ist es wieder da. Hätte ich weniger reden dürfen? Nee, es geht nicht. Stimmgabel? Nein. Nicht, dass es jetzt wirklich zeitkritisch ist. Wir brauchen ja super lange, um da einmal um den Block zu laufen. Okay, wir versuchen es diesmal ohne zwischendrin zu labern, sondern direkt weiterlaufen. Weniger reden, mehr laufen. Nackapfel. So, direkt loslaufen. Zweites Auge. Direkt weiter. Direkt weiter. Direkt weiter. Ah ja, okay. Alles klar. Haben wir gescheckt. Haha. Haha. Okay, das war jetzt verwirrend, aber okay. So, Herr Ritter. Hast du irgendwie ein Problem mit einer Stimmgabel? Ah, schon mal nicht. Das Charon-Ding hatten wir auch schon versucht. Können wir die Stimmgabel und das Charon miteinander verwenden? Nee. Reichweite der Modulationserhöhung. Oh. Öffnen? Nee. Ein Schlüssel? Nee. Playback? Auch nicht irgendwie. Können wir an dem Ritter irgendwie einfach vorbei? Nee, ne? Holzhütter bewacht das System vor religiösem Missbrauch mit Eido-Konfigurationen. Religiösem Missbrauch? Moment, kommen wir so weit? Nee, wir kommen nicht so weit mit, der Karte von Reich, weil wir da das Auge wahrscheinlich nicht zumachen können. Ist bei ihr hier was anders? Ne, mit ihr kommen wir dann hier nicht weiter, weil sie nicht die Passwörter hat. Aber was hat es mit diesem Charon auf sich? Wir loggen uns nochmal aus und gehen nochmal mit Reiskarte rein. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwas verändert hat. Zumindest uns fehlt jetzt hier auch die Stimmgabel. Wir haben die Passwörter. Ja, wir haben hier... Ah, das Phönix-Dings könnte halt was gegen den Ritter sein. Aber so weit kommen wir doch, glaube ich, gar nicht. Oder muss man sich da wirklich schnell umloggen für das Auge? Aber
Das ist ja scheinbar direkt wieder da. Ja. Wir kommen nicht zum Ritter. Ha. Na gut, pünktlich zum Ende der Folge bin ich total lost. Also, bis gleich.